4,38 Meter x 2,60 Meter. Der größte Computermonitor Deutschlands steht im neuen Bürohaus von Microsoft in Köln. Hier lässt sich bei einer Bilddiagonalen von 5 Metern förmlich in die neue Welt des Arbeitens eintauchen. Eine Arbeitswelt, die besonders in deutschen Büros vor einem historischen Umbruch steht, wie Experten meinen. Ein wesentliches Merkmal von Wissensarbeit ist Kommunikation und Zusammenarbeit, das von Microsoft hier auf ganz unterschiedlichen Ebenen umgesetzt wird. Zum einen durch sehr eine ausgefeilte und angepasste Besprechungsräume unterschiedlicher Größen, unterschiedlicher Technologien und gleichzeitig durch die Integration von Kommunikation und Zusammenarbeit an jedem einzelnen Arbeitsplatz. Im neuen Bürohaus ist die moderne Arbeitswelt schon Alltag. Die Mitarbeiter sind mit Kunden und Partnern auf der ganzen Welt vernetzt. Innovative Besprechungsräume bieten einfachere und schnellere Kommunikation als je zuvor. Beispiel: Videokonferenzen mit 360-Grad-Kameras. Diese einfache Technologie ersetzt oft teure Dienstreisen. Auch alle anderen Kommunikationskanäle wie Telefon, E-Mail oder Instant Messaging sind ökonomisch optimiert. Alles läuft über eine Software. Ein enormes Einsparungspotenzial, wichtig in Zeiten der Wirtschaftskrise. Wir sparen im Jahr 212 Millionen Dollar und unsere Mitarbeiter sparen im Schnitt 28 Minuten Arbeitszeit täglich, weil wir unsere Kommunikations- und Arbeitsprozesse umgestellt haben. Für die Mitarbeiter ergibt sich dadurch höhere Flexibilität. Der 8-Stunden-Tag im Büro ist passé, die neuen Technologien erlauben eine selbstständige Zeiteinteilung. Das sogenannte Homeoffice beispielsweise steht dem voll ausgestatteten Arbeitsplatz im Büro dank leistungsstarker Vernetzung in nichts nach. Von jedem Ort, zu egal welcher Zeit, ist der Angestellte erreichbar und voll handlungsfähig. Das schafft freie Kapazitäten, die woanders wieder zum Tragen kommen. Die Vorteile liegen für mich da, dass ich einfach wesentlich flexibler arbeiten kann. Dass ich dann also auch natürlich immer meine Termine habe. Ich bin im Vertrieb tätig, das heißt, ich muss natürlich pünktlich meine Kundentermine natürlich durchführen. Aber alle Arbeiten, die jetzt nicht zeitlich ja, fix definiert sind, kann ich dann eben auch dann durchführen, wenn ich Zeit habe. Das heißt, bei schönem Wetter kann ich durchaus auch mal mich um mein Kind kümmern, mit dem ein bisschen Inliner fahren gehen und dann andere Tätigkeiten rein administrativer Art durchaus auch abends dann erledigen, wenn das Kind schläft. Somit wird sich langsam ein gesellschaftlicher Wandel durchsetzen, besonders in Bezug auf die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben. Die neuesten Kommunikationstechnologien ermöglichen das schon jetzt eindrucksvoll.